Herzlich willkommen, ich bin bei Kampfgeist MMA. Wir hatten heute Nacht eine UFC Fight Night und die Runde 5 Zuhörer von euch werden wissen, wir hatten dort auch eine deutschsprachige Beteiligung. Und zwar die Schweizerin Stefanie Egger hat die Fightcard eröffnet in den Prelims. Sie kommt aus dem deutschsprachigen Teil der Schweiz und dieser Kampf war so dermaßen kurios. Ich sag's euch, wie es ist, so ein Ende habt ihr ganz bestimmt in der UFC noch nicht gesehen. Also, was genau ist passiert? Die beiden haben ein bisschen auf dem Boden gekämpft, es gab ein bisschen Grappling und auf einmal hatte die Gegnerin Mayra Bueno Silva eine Armbar drin. Ab dann hat man aber nicht mehr gesehen, was mit dem anderen Arm von Stefanie Egger ist. Also im Endeffekt, der eine Arm war logischerweise in der Armbar und den anderen Arm hat man nicht gesehen. Auf einmal lässt Bueno Silva los und sagt, hey, sie hat abgeklopft. Und diese Armbar, muss man verstehen, war so eng, sie hätte ihr wahrscheinlich auch diesen Arm brechen können. Also super schwer, da nochmal rauszukommen. Das haben auch ganz, ganz viele gesagt. Und viele haben auch gesagt, hey, lieber hat sie losgelassen, anstatt dass sie einfach den Arm durchbricht und dann fällt Stefanie Egger vielleicht ein Jahr aus oder sowas. Fakt ist auf jeden Fall, sie hat losgelassen und der Referee hat auch auf sie gehört. Der Referee war erstmal ein bisschen verwirrt. Er fragt sogar noch Stefanie Egger, ob sie denn abgeklopft hat, weil man es ja nicht gesehen hat. Und Stefanie Egger hat das im ersten Moment gar nicht beantwortet. Zuerst hat der Referee dann diesen Kampf abgewunken, dann hat er aber den Videobeweis gerufen. Also der Referee hat eine Handbewegung gemacht, er hat so Kreise mit seinem Zeigefinger gemalt. Wahrscheinlich meinte er damit einfach, er will erstmal die Wiederholung sehen, bevor es ein Urteil gibt. Das heißt, bevor er ihn dann doch schlussendlich abgewunken hat, hat er ihn quasi nur pausiert. Dann gab es den Videobeweis und dieser Videobeweis hat absolut gar nichts gebracht, denn im Endeffekt, egal aus welchem Winkel man diese Wiederholung gesehen hat, nirgendwo hat man gesehen, was die andere Hand von Stefanie Egger macht. Das heißt, man konnte auch in der Wiederholung nicht sehen, ob sie abgeklopft hat oder nicht. Dann wurden die Judges gefragt. Und ein Judge hat dem Referee gesagt, er ist sich zu 100% sicher, ohne Zweifel, dass er gesehen hat, dass Stefanie Egger abgeklopft hat. Herb Dean hat das Ganze auch bejaht, also zwei Leute, die am Käfig Rand saßen, haben gesagt, Stefanie Egger hat abgeklopft. Im Endeffekt weiß man es aber gar nicht. Also im Endeffekt sieht man in keiner Kameraeinstellung, die die UFC gezeigt hat, ob Stefanie Egger wirklich abgeklopft hat. Aber aufgrund dieser Wiederholung und aufgrund der Aussage des Judges und von Herb Dean wurde dieser Kampf tatsächlich abgebrochen und als Submission-Sieg für Bueno Silva gewertet. Im Internet gab es jetzt einen ziemlichen Shitstorm sogar gegen Stefanie Egger. Finde ich ein bisschen schade. Ich meine, klar, am Ende des Tages weiß halt nur sie selbst, ob sie abgeklopft hat oder nicht. Aber jetzt zu sagen, so jemand gehört rausgeworfen von der UFC, finde ich doch ein bisschen übertrieben. Ich finde es auch krass, dass die Gegnerin diese Armbar tatsächlich unterbrochen hat, nachdem sie das Abklopfen gespürt hat. Ich meine, wer von euch kennt nicht das legendäre I clearly felt the tap von Alistair Overeem gegen Stipe Miocic? Damals ging der Referee nicht dazwischen. Dem war es egal, ob Overeem da einen Tap gespürt hat oder nicht. Der Fight ging weiter und Stipe konnte schlussendlich gewinnen. Und auch hier hätte es so sein können. Der Referee hätte gar nicht mal auf Bueno Silva hören müssen, aber er hat gehört, dass sie gesagt hat, hey, pass mal auf, sie hat abgeklopft. Und Stefanie Egger hat halt auch nicht wirklich geantwortet. Man hat ein bisschen von Stefanie Eggers Schweizerdeutsch gehört, also Schweizerdeutsch, bloß verstehe ich halt kein Schweizerdeutsch. Es ging auf jeden Fall um das Thema Tappen und ich glaube, sie hat gesagt, sie hat nicht getappt, aber wer von euch den UFC Fight Pass hat, kann sich das gerne nochmal angucken. Vielleicht haben wir einen Schweizer unter euch, der hier ein bisschen dolmetschen kann. Auf jeden Fall ist das eines der kuriosesten Enden, die wir jemals gesehen haben. Halten wir fest, die Kämpferin, die Gewinnerin hat gesagt, hey, meine Gegnerin hat abgeklopft. Egal aus welcher Wiederholung man es im Videobeweis sieht, man sieht es aus keiner Einstellung so wirklich und somit gewinnt Bueno Silva diesen Fight, ohne dass man den Abklopfer gesehen hat. Sollte es aber tatsächlich stimmen und sollte es wirklich diesen Abklopfer gegeben haben, da braucht man gar nicht dran zweifeln, ist schon sau unsportliches Verhalten, wenn man dann sagt, hey, ich habe doch gar nicht abgeklopft. Aber wir wissen es nicht. Stefanie Egger hat sich nicht wirklich darüber beschwert, dass dieser Fight abgebrochen worden ist. Also sie hat da jetzt keine große Szene veranstaltet, weil dieser Fight abgebrochen worden ist, sondern hat es halt quasi so hingenommen am Ende des Tages. Fun Fact, Egger wollte nach dem Fight noch einen Touch Gloves, also wollte so abklopfen, aber Bueno Silva hat gesagt, nee, mit dir mache ich das nicht. Ja Leute, ich bin gespannt auf eure Meinung. Habt ihr sowas in der UFC schon mal gesehen? Ich mag es ja anzweifeln. Schreibt mir eure Meinung unten rein, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat und damit bis zum nächsten Mal.